Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne einen Look schminken zu der Take Me Back to Brazil Palette Rio Edition von BH Cosmetics. Die habe ich heute vergünstigt im DM bekommen für nur 12,95 € anstatt 19,95 €. Die möchte ich mir mal zusammen mit dir anschauen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute ist bei mir Samstag. Ich drehe ja meistens so also Freitag, Samstag, Sonntag die Videos vor, dass ich die dann in der Woche schneide und hochlade und so weiter. Ne, das verteilt sich dann immer so ein bisschen. Das ist für mich immer so die entspannteste Geschichte. Manchmal schaffe ich es dann noch, ein Video auch in der Woche zu drehen, aber meistens tatsächlich am Wochenende. Jo, und deswegen konnte ich heute, nachdem ich das Vegan Beauty Basket Unboxing für euch gedreht habe, noch schnell in die Stadt fahren und ja, habe mir bei DM richtig viel gekauft. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video zu dem Haul, der sich neben mir befindet, vor oder nach diesem Video hochlade. Mal gucken. Also ich habe mir gerade auf jeden Fall einen Kaffee gemacht. Das würde ich dir jetzt auch empfehlen, denn so wie ich mich kenne, wird dieses Video relativ lang. So, und wie das bei den Schminkvideos immer so ist, nehme ich erstmal meine Ringe ab, weil sonst habe ich die nachher versaut und ich habe gerne einfach auch freie Hände. Hände habe ich natürlich eben gewaschen, denn wenn ich mir gleich ins Gesicht fasse, möchte ich, dass alles sauber ist. Als Primer verwende ich von MAC den Prep & Prime Skin Base Visage. Joa, das ist so ein kleines Pröbchen, das hatte ich in meinem ASOS Adventskalender, glaube ich, drin. Und den habe ich noch nie verwendet, das mache ich jetzt heute mal zum ersten Mal. Ein paar Produkte, die ich jetzt, ja, so ziemlich alle, fast alle Produkte, die ich heute verwende, verwende ich heute zum ersten Mal. Der kommt wie eine Creme raus und ich gebe mir das erstmal ein bisschen auf mein Gesicht vorher. Also der riecht ganz gut und der lässt sich auch sehr schnell verarbeiten. Die Haut fühlt sich danach auch schön weich an, das ist sehr angenehm gerade. Ich weiß nicht, primst du deinen Hals auch immer mit? Stimm mal hier oben ab. Ich möchte zuallererst anfangen mit meinen Augenbrauen. Dafür verwende ich meine Benefit-Produkte hier einmal Brauvo Conditioning Primer, dann später den 24-Hour Brow Center von Benefit, um das Ganze zu fixieren. Und für meine Augenbrauen an sich verwende ich von Catrice Cosmetics den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. So, und meine Augenbrauen mache ich dann kurz off-camera, weil ich irgendwie das besser hinkriege, wenn ich nicht versuche, das noch irgendwie im Bildschirm mit einzufangen. Das ist irgendwie immer voll der Krampf, also von daher. Ja, da wird meine Omi jetzt sagen, nicht schön, aber selten. Dann schauen wir unser Schätzchen doch einfach mal von innen an. Sehr gut zugeklebt. Ich hatte tatsächlich leider nicht die Möglichkeit, die Palette zu swatchen, weil irgendein total super toller Mensch Swatcher geklaut hat. Oder gekauft, man weiß es nicht. Man sollte ja nicht immer das Schlimmste vermuten. Ne? Hast du schon mal aus Versehen irgendwie einen Tester gekauft? Stimm mal da oben ab. Die Palette kommt in dieser Umverpackung. Ja, und dann gucken wir doch mal rein. 35 Farben sind da drin. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass es so geil aussieht. Ach du meine Güte, du ahnst es nicht. Okay, die Farben haben keine Namen, sie sind alle namenslos, aber du hast hier eine Farbrange, das ist der Wahnsinn. Der komplette Regenbogen ist hier abgebildet. Dann hast du hier zwei Highlighterfarben und ein richtig krasses Schwarz. Und trotz hermetischer Verriegelung sieht die Palette, vor allem hier, benutzt aus. Kann mir mal jemand erklären, wie das passieren kann? Ich meine, da waren drei Tesastreifen und dann noch so ein anderer Streifen mit dabei. Das darf eigentlich nicht passieren, Leute. Aber geil, die fühlt sich so schön an. Du hast hier dieses Glitzer hier an den Seiten, das ist richtig uneben. Dann hast du hier diesen Spiegel, mega geil, gefällt mir richtig gut. Die Farben sind auf jeden Fall krass, schimmern alle. Und ich habe heute Lust auf einen gelb-grün-blauen Look, weil ich habe ein grünes Oberteil an. Und irgendwie ist mir danach grüne Augen und so läuft. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie so richtig einen grünen Look geschminkt. Da bin ich super gespannt drauf. Deswegen werde ich jetzt einfach mal mein komplettes Lid setten mit Gelb. Gehe da einfach mit so einem leichten Blendepinsel von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set rein. So, dann komme ich euch ein bisschen näher. Dann könnt ihr auch gucken. Dann gebe ich euch das einfach komplett auf mein Lid. Und blende das dann auch tatsächlich hier nach oben hin aus. Und ich sehe, die Farben sind pigmentiert. Ich war jetzt vorsichtig drin und habe direkt was auf dem Auge. Geilomat. Es war ja Freitag richtig schön mal wieder bei uns, was ich so toll fand. Aber man musste natürlich arbeiten. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann geht die Sonne schon fast unter. Und heute wollte man dann mal was machen. Und dann
Hier ist auch schon wieder schäbiges Wetter, also furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, also zum Setten des Liedes ist dieses Schimmernde jetzt nicht so die beste Wahl, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Es deckt ja nicht wirklich ab, es ist einfach nur so ein leichter Schimmer, der jetzt auf dem Auge liegt und gelb ist. Das ist schon sehr befremdlich. Und ich finde, dass die Farbe jetzt auch ziemlich fleckig aussieht, eben weil diese Farbe wahrscheinlich eine Base bräuchte. Das heißt, dass man eigentlich diese Palette zusätzlich zu einer anderen Palette verwenden sollte, wo auch matte Farben drin sind. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nur einen Look mit dieser Palette schminken, weil sonst, keine Ahnung, ich will ja nicht mit 5 Paletten gleichzeitig hantieren, oder? Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Würdest du, wenn du so eine Palette hast, auch noch andere Paletten verwenden wollen? Oder wäre dir das lieber, dass hier auch noch matte Farben mit drin sind? Da kannst du mal hier oben abstimmen. Und dann werde ich mir jetzt mal einen Crease-Ton setzen. Das mache ich jetzt ein bisschen außerhalb der Farbrange, die ich eigentlich verwenden möchte. Und zwar gehe ich hier in dieses Rosa ganz oben in der Ecke und setze mir das als Base-Crease-Ton quasi auf. Also so sieht der Farbton aus. Ich klopfe den vorsichtshalber ab und gebe mir den mal vorsichtig in die Crease. Ja, ich war weise, dass ich ihn abgeklopft habe, denn da kommt gut was von runter. Ui, ui, ui. Und auch wieder ein bisschen vorsichtig was auf dem Pinsel, gerade in den Spiegel gucken. Dann, ich versuche das mal wirklich so, dass ihr das richtig auch seht. Ich gucke gerade und locker in den Spiegel, gehe dann so vorsichtig über meinen Wimpernkranz und ziehe mir hier so eine Linie, damit ich mir quasi so eine Art angehobenes, verschobene Lidfalte, wie auch immer, falsche Lidfalte setze. Wobei ich da schon fast bei meinen Augenbrauen bin. Ich finde, dass diese gelbe Base doch ein bisschen, mich kränklich wirken lässt. Das finde ich nicht so geil. Und das Schimmer verstärkt das Ganze dann irgendwie noch. Also es sieht schon ziemlich bekloppt jetzt gerade aus, muss ich gestehen. Naja, dann nehme ich mir von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set einen etwas dreckigen, festgebundenen Blendepinsel. So, dann gehe ich jetzt hier in dieses, in dieses etwas dunklere Blau. Ganz vorsichtig rein, weil ich habe gemerkt, die Pigmentierung ist da. Klopf den vorsichtig ab und gebe mir das jetzt wirklich in die Crease rein. Zieh mir das aber nicht allzu weit. Also ich tupfe das hier, weil ich möchte den vor allem an der äußeren Seite meines Auges, weil ich ja quasi gelb, grün, blau arbeiten möchte. Also die Farben, wenn ich die jetzt auch so übereinander auftrage, sind jetzt nicht so böse, dass sie sich jetzt irgendwie miteinander groß vermischen würden oder so. Ein bisschen siehst du das, ne? Also Farbenlehre. Wenn ich das Blaue jetzt mit dem Rosanen ein bisschen mische, dann wird es minimal lila. Wenn ich das mit der gelben Base mische, dann wird es leicht grünlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir die Farbe komplett verschwindet. Das ist ganz cool. Und dafür, dass es wirklich Schimmertöne sind, lassen die sich auch wirklich schön auftragen. Also das finde ich auch cool. Weiter geht's mit Grün und da nehme ich ein etwas helleres Grün. Tatsächlich nehme ich diesen grünen Ton hier. Gehe da wieder mit demselben Pinsel rein. Auch da greift er wieder richtig schön Pigment. Und den packe ich mir in die Mitte meines Lides quasi. Und ziehe den auch ein bisschen mit in das Grün rein, in das Blau mit rein und ein bisschen vorsichtig nach vorne, damit nachher das Gelb dann auch mit da reinfließen kann. Und dann halt auch wieder hoch in die Lidfalte. Also das finde ich schon ziemlich, ziemlich effektvoll. Das ist schon sehr geil. Die Farbe gefällt mir auch richtig, richtig gut. Krass. Die lässt sich auch tatsächlich gut mit dem Blau verblenden. Das ist schön. So sieht das verbunden aus und das gefällt mir. Also ich habe es noch nicht verblendet oder so, ne? Aber sieht schon ganz cool aus. Also das wird ein Look. Ich glaube, das wird ein Look. Dann mache ich den kurz wieder ein bisschen sauber. Dann gehe ich jetzt tatsächlich in meinen Gelbton, den ich auch als Base verwendet habe, und mische den ganz vorsichtig mit diesem Ton hier, um den so ein bisschen heller zu kriegen. Oh, aber das ist ja sehr hologlitzerig. Gucken wir mal. Also der glitzert mir nur runter, der Glitzerton quasi. Das ist ein bisschen blöd. Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ach ja, es ist wohl ein Farbverlauf geworden. Und dann verblende ich jetzt mal nach oben hin. Dann nehme ich jetzt einfach wieder den Blendepinsel von eben und verblende den ohne irgendeine Farbe drauf. Und verblende hier oben unter meiner Augenbraue. So.
Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Jetzt ziehe ich mir eben einen Eyeliner. Dann nehme ich hier von Giordani Gold den oder das Supreme, den Supreme Gel Eyeliner. Dafür verwende ich hier von Essence den Precise Eyeliner Brush. Und ja, das habe ich von der lieben Lea bekommen. Und weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich mir in einem Pöttchen abgefüllt hier von It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream Color Correcting Full Coverage Cream Anti-Aging und Hydrating Serum. Die ist nämlich kaputt, die Tube. Und dann habe ich mir das hier in dieses Pöttchen gefüllt. Und das Ganze möchte ich gerne auftragen mit dem... Sammy schüttelt sich schon vor der Tür, möchte gerne rein, er möchte nicht... Von Fräulein B. Berlin Beauty But First Make-up, dem Silicon Sponge, den ich letztens in einer Box drin hatte. Mal gucken, ob dieser Schwamm mich glücklich macht. Okay, der fühlt sich auf jeden Fall an, wie ich mir immer vorgestellt habe, wie Silikoneinlagen in Möpsen sich anfühlen sollen. Also sehr, sehr, sehr flexibel und wirklich sehr merkwürdig. So, deswegen nehme ich das mit dem Finger raus und gebe das erstmal so tapermäßig auf meine Haut, streiche den Rest mal auf diesem Silikon-Moped ab und ja, gebe das mal einfach so auf meine Haut, ne? Komisches Gefühl. Also die Foundation riecht sehr, sehr gut, scheint aber ein bisschen dunkel für mich zu sein. Minimal. Und ich verreibe das jetzt erstmal mit diesem Silikonschwamm, weil einarbeiten kannst du damit nicht. Das funktioniert einfach nicht. Also Leute, ganz ehrlich, das Ding ist Mist. Dann nehme ich lieber einen von diesen Ember-Schwämmchen, mein Wasserspray von Balea, weil ich hier immer noch keinen Wasseranschluss habe. Und dann arbeite ich das Produkt mal ganz oldschool mit einem Schwamm ein. Oh, viel besser. Viel, viel besser. Oh, ich habe da was vergessen, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich wundere mich gerade die ganze Zeit, warum mich meine Haare so nerven. Das haben sie doch sonst nicht getan. Ja, Blumenhaarreif, hallo! Ja, über die Farbe lässt sich streiten. Also in der Kamera kommt es schon so rüber, als wäre es passend. Im Spiegel sehe ich aber, dass es schon ein bisschen zu dunkel für mich ist. Ne? Es wirkt schon sehr gelbstichig. Aber ey, ganz im Ernst, ich komme mal näher. Es sieht aus wie eine zweite Haut. Es sieht so geil aus, als hätte ich einfach keine Foundation drauf. Als müsste das so... Wortfindungsstörung. Ich find's hammergeil. Wow, was ein geiles Produkt. Wahnsinn. Und es fühlt sich so schön an. Oh, feine Sache. Weiter geht die wilde Reise. Also das hat mich wirklich, also nicht das Pöttchen, sondern die Creme, ne? Ihr wisst Bescheid. Die von It Cosmetics, guckt euch die mal an. Die ist ja wahnsinnig toll. Gefällt mir richtig gut. Und du fühlst nicht, dass du irgendwas auf der Haut hast. Es fühlt sich richtig geil an. Anti-Aging und so weiter, keine Ahnung. Und so einen krassen Effekt wie bei der Lady habe ich jetzt auch natürlich nicht. Aber ich hatte auch nicht solche Augenringe. Und die Frau hat sich dann auch noch zwischenzeitlich die Wimpern geschminkt und so. Ne? Aber ja, geiles Produkt, werde ich gerne weiterverwenden. Und jetzt verwende ich meinen Hey Honey Concealer Trick and Treat. Ne? Den nehme ich sehr gerne. Light to Medium Tone ist das. So, und den arbeite ich mir auch mit meinem Schwämmchen ein. Ja, Foundation und Concealer vertragen sich sehr, sehr gut zusammen und gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt muss ich die ganze Geschichte setten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Foundation setten müsste, aber den Concealer auf jeden Fall. Dafür verwende ich hier wieder mein Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Es wird immer leerer und leerer. Und nehme dafür hier so einen Pinsel von I Heart Makeup, gehe da rein und... Sette mich. So, jetzt habe ich auch das Gefühl, dass alles soweit gesettet ist und alles soweit halten wird. Dann werde ich mich jetzt mal um meinen unteren Wimpernkranz kümmern. Dafür gehe ich hier mit einem schmalen, abgeschrägten Pinsel von Luvia in den Ton rein, den ich mir auch oben schon aufgegeben habe, dieses Blau, und presse mir das richtig bis zur Hälfte an meinen unteren, äußeren Wimpernkranz. Ich ziehe das auch noch ein bisschen hoch, sodass das quasi ein bisschen auch mit unter den Eyeliner so kommt. Und dann wird es auch automatisch dann nach oben hin mit eingeblendet. So sieht das dann aus und ja, das
Finde ich ziemlich cool. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass es dann aussieht wie ein blaues Auge oder so. Tut es aber Gott sei Dank nicht. Also, dass man einen aufs Maul gekriegt hätte. Ja. So, dann mache ich mir meinen Pinsel hier vorne mal wieder so ein bisschen sauber. Dann gehe ich in dieses Rosa, was ich eben auch oben schon genommen habe. Oh, damit krümmelt der Pinsel ziemlich. Also die Farbe, wenn ich mit dem Pinsel jetzt reingehe, weil der halt sehr, sehr fest vorne ist. Also ja, tupfen. Jo, da hast du ganz schön viel Kickback. Und gebe mir das dann nach innen hin auf. Auch wieder richtig anpressen und dann ein bisschen ganz vorsichtig in das Blau reinziehen. Da kriegst du dann so ein bisschen leicht lila Effekt. Dann mache ich mir diesen Pinsel wieder sauber und gehe dann in diese Farbe rein, in dieses Weiß und gebe mir das als Inner Corner Highlight und als Augenbrauen Highlight. Wobei du eigentlich bei diesem Look keinen Augenbrauen-Highlight bräuchtest, aufgrund von, es sind ja nur Schimmerfarben. Und ich habe ja schon nach oben hin dieses Gelb verblendet und das Pink und irgendwie, naja. Aber ja, so sieht das dann wirklich aus. Und jetzt sind Wimpern dran, denn die fehlen sowas von. Da habe ich von der lieben Mrs. Rosa Rot, Vanessa, eine Mascara zugeschickt bekommen in dem Tauschpaket. Power Volume Essence Instant Volume Boost Mascara. Ready in 10 Seconds. Smudge Proof and Intense Black. Mensch. Genau, die habe ich von ihr bekommen und die trage ich mir doch jetzt einfach mal auf. Die hat so ein gerades Synthetik-Haarbürstchen. Mein liebster Part beim ganzen Make-up, der aber so entscheidend ist. Das sind jetzt zwei Schichten und das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist mir viel zu klumpig. Ich muss mal eben retten mit meiner Catrice Glam and Doll. Das hat ein Gummibürstchen und die ist einfach, die liebe ich. Die hilft mir. Aus der Ferne sieht das Auge gut aus, aber von nahem ist es einfach sauklumpig. Ich kriege das jetzt gerade nicht besser hin. Ne? Das ärgert mich gerade so dermaßen, weil die halt... Naja, so schnell trocknet, ne? Das steht ja auch drauf. Ready in 10 Seconds und so. Also ich habe das jetzt ein bisschen mit dem Bürstchen von meiner Glam and Doll ja, ein bisschen verteilen können, ne? Das habe ich dann immer wieder hier oben abgestriffen. Und naja, es sieht trotzdem jetzt aus, wie es aussieht. Aber von der Ferne sieht es gut aus. Naja, was soll ich sagen? Die Mascara macht mich leider gar nicht glücklich. Das ist doof. Weil die halt so extrem klumpig ist, ne? Vielleicht ist es, ja, weil sie hat auch irgendwie keinen richtigen Stopper hier dran. Also, man hört, dass das Produkt rausgeht, aber es geht sehr, sehr leicht raus. Du hast hier, es ist schwarz, okay. Du hast hier nicht so einen richtigen Stopper drin, wie das bei anderen Mascaras ist. Die lässt sich sehr, sehr leicht rausziehen. Schade. Machen wir mal weiter. Und zwar hatte ich auch von der lieben Vanessa in dem Tauschpaket mit drin von Trended Up die Face Lights Palette. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur Highlighter sind oder ob das auch ein Blush und ein Bronzer ist. Wir versuchen es einfach mal, ne? Ich beginne von Essence mit dem Bronzer Brush und gehe einfach mal in den dunkelsten Ton hier rein, der schon so ein bisschen nach Bronzerton aussieht, aber wahrscheinlich etwas schimmernd sein wird. Und dann versuchen wir das Ganze mal. Ja, nee, hui, der ist, der glitzert. Oh. Nee, das gefällt mir nicht als Bronzer. Der schimmert mir zu sehr. Also, ich werde das jetzt auf beiden Seiten machen, um symmetrisch zu sein. Aber darüber gebe ich mir einen normalen Bronzer, weil das ist ein Highlighter. Der schimmert mir zu sehr. Nee, nee, nee. Dann nehme ich hier von Art Deco meinen Bronzer. Und den hatte ich mal im Sale gekauft. Der war ziemlich günstig. Verhältnismäßig, hat ein Spiegelchen und zwei Farben. Ich mische die Farben immer, klopfe das ein bisschen ab und das passt dann immer ganz gut zu mir und gebe mir das dann einfach auf. Verblende es auch immer hinter meinem Ohr und hier unten drunter und ziehe das dann auch so ein bisschen runter. Ist jetzt ja nicht so mega dunkel oder so, ne? Also ich habe meine Bronzer nie so, dass die einen extremen Farbunterschied machen, aber es ist halt nochmal so eine leichte Kontur, die es gibt. Und dadurch, dass ich die Kontur etwas mache, finde ich, also diesen Bronzer, dass der Augenlook dann auch immer noch ein bisschen mehr strahlt. Gerade wenn es jetzt so ein krasser ist wie heute.
Ich gehe auch immer mit dem Bronzerpinsel, mit dem Produkt einmal so ein bisschen ganz vorsichtig an der Nase entlang. Ich habe jetzt keine riesen Oschi-Nase oder so, aber ich finde, dass man da noch mal so ein bisschen die schmalere Nase sich zaubert quasi. So, das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Jetzt probieren wir mal den Blush aus. Da bin ich auch gespannt, ob das überhaupt ein Blush ist, weil er schimmert. Dann nehme ich hier meinen Zauberstabpinsel von Essence. Ja, ist Essence. Weil das Produkt schimmert. Das schimmert. Ich gebe mir das vorsichtig auf. Ich mag ja Schimmerblushes ganz gerne. Und gebe mir das erstmal hier so vorsichtig auf die Wangen auf und ziehe das so ein bisschen hier dann immer hoch und verblende das auch noch ein bisschen nach unten. Also ich gebe Blush bei mir tatsächlich immer nicht punktuell auf, sondern wirklich großflächig. Habe dann aber meine Stellen, wo ich den auf jeden Fall doller auftrage, nämlich hier auf mein Lächelbäckchen. Und er schimmert. Aber er ist schön. Also er ist ziemlich hell. Er passt sehr, sehr gut zu dem Rosa, was sich hier unter dem Auge befindet. Verbindet. Genau, es verbindet sich. Ich mag den Glowy Look total gerne. Ich bin ganz froh, dass diese Foundation nicht so extrem kabam ist, also nicht so ja, auffällig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist halt wie eine zweite Haut. Und wenn die jetzt sehr deckend wäre oder sehr, ja, sehr deckend halt, dann würde das jetzt zu extrem aussehen, ne? Dadurch mit dem Augenlook und dadurch, dass ich mir jetzt auch so einen, ja, glänzenden Blush auftrage. ja, aber so gefällt mir das echt gut. Das passt alles ganz gut zusammen, was ich gerade in meinem Gesicht habe. Dafür, dass es viele First Impressions heute sind, passt es doch ganz gut zusammen. So, als nächstes möchte ich mir wirklich diesen Highlighter hier auftragen. Der ist ja etwas wärmer. Und dafür verwende ich hier diesen Pinsel aus dem Vegan Beauty Basket und gehe vorsichtig rein. Hab direkt hier Produkt drauf und nicht wenig. Klopfe das aber vorsichtig erstmal ab und trage mit den Highlighter hier vorsichtig auf. Ich finde, dadurch, dass ich so einen heftigen Augenlook habe, möchte ich mir heute, so weh es mir in der Seele tut, nur einen dezenten Highlighter setzen. Und nur ganz sanft hier einmal die Partie kurz highlighten, ein bisschen auch über der Augenbraue. Das mag ich auch immer ganz gerne. Und das war's schon. Mehr möchte ich mir heute gar nicht aufgeben. Also, ich verwende gerne viel Highlighter, aber heute durch den krassen Augenlook möchte ich das verhindern. Was aber nie fehlen darf, ist tatsächlich meine Nasenspitze. Das verblende ich dann auch immer auf die Nase nach oben so ein bisschen. Auch ein bisschen zwischen den Augenbrauen. Und dann noch derbe mein Lippenherz, denn das liebe ich zu highlighten. Und ein kleines bisschen gebe ich mir hier auch nochmal aufs Kinn. Ja, ich finde, das ist eine schöne Palette, um Rouge und Highlighter aufzutragen, wenn man es ein bisschen dezenter haben will. Deswegen, coole Sache, gefällt mir richtig gut. Danke, Vanessa, nochmal. Geiles Produkt, hast mich überzeugt, macht mich auch glücklich. Eigentlich wollte ich mir jetzt ganz gerne von Catrice diesen Lippenstift auftragen, den ich auch von der lieben Vanessa im Tauschpaket hatte. Das wäre gewesen Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick in der Farbe 050 Danger Lips. Aber ich habe so einen krassen Augenlook. Ich möchte mir einfach Nude Lips machen, beziehungsweise einfach nur einen Lipgloss drauf machen, sonst ist es einfach zu heftig. Dann nehme ich hier von Batik, den ich in einer Pinkbox, glaube ich, drin hatte, von Colors den Holo Lipstick, GLSS Holo, keine Ahnung. Der wirkt aber auf den Lippen nicht so wie hier, also keine Sorge. Der schmeckt auch so süß, ne? Der hat so ein, ja, Pinselchen als Applikator und den mache ich mir jetzt mal drauf. Ne? Also ich finde, es passt deutlich besser zum Look, als wenn ich mir jetzt noch krass dunkelrote Lippen schminken würde. So, fixieren wir das Ganze mit dem Train It Up Expert Fixing Spray. Oh, der Lipgloss, der schmeckt so schön süß. Ich sage euch das. Oh, den esse ich noch auf. Komplett. Einfach die komplette Tube nehmen und rein damit. So, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Also mir gefällt es richtig gut. Ich fühle mich wohl, auch wenn es heftig ist. Ich finde den Augenlook auch mal einfach ein bisschen anders. Das ist für mich auch was ganz Neues, aber ich finde es schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde, der passt auch echt zum Oberteil, auch wenn es ein bisschen krasser ist, als mein Oberteil ist. Aber ich mag es. Ich mag es auch irgendwie, dass es komplett schimmernd ist. Es ist einfach mal was anderes und es ist irgendwie frischer. Und mein ganzes Gesicht glänzt und ist irgendwie so gesund und frisch. Und das gefällt mir so gut. Die Produkte gefallen mir mega. Vor allem die Foundation, diese von It Cosmetics, ne? Die finde ich richtig gut. Ich finde, dass die jetzt auch richtig,
zu meinem Gesicht passt. Also die hat sich meiner Haut angepasst. Es passt super. Also da beschwere ich mich nicht. Ich finde es auch super, dass diese Palette ist, wie sie ist, denn ich mag diese Schimmertöne. Ja, was ich jetzt theoretisch machen würde, weil es ein blumiger, anmutender Look ist, jetzt hier mein Lavier Bell zu verwenden. Wie ihr seht, es wird leerer und leerer und es ist auch irgendwie nicht mehr ganz so fresh, aber das Leben ist hart und ungerecht, ne? Aber das wäre der Duft, wo ich finde, der passt dazu. Ich liebe ihn. Oh. So, jetzt bin ich fertig. Welcome back. Ja, es ist 1 Uhr nachts und das Make-up ist jetzt schon seit 8 Stunden drauf. Und die Foundation ist immer noch so, wie sie sein sollte. Blush, Bronzer, Highlighter sind quasi nicht mehr wirklich vorhanden. Also da sehe ich nicht mehr allzu viel von. Ich glitzer jetzt quasi oder glänze wie auch immer im ganzen Gesicht. Aber da sieht man nicht mehr viel von den Produkten, die ich drauf gemacht habe in Puderform. Aber die Foundation ist Wahnsinn. Die ist immer noch genauso wie, ja, als ich sie drauf gemacht habe. Die Augenbrauen sitzen wie eine 1. Das Augen-Make-up auch wie eine 1. Wahnsinn, die Mascara sitzt. Klar, der Lipgloss hat sich verabschiedet, aber das ziemlich schnell. Ich habe den, weil ich noch ein paar Videos gedreht habe, 3-mal nachgelegt oder so. Aber ansonsten, ja, ne? Sieht das noch sehr fresh aus und so könnte ich im Prinzip noch ein paar Stunden weiter durch die Gegend laufen, aber ich gehe jetzt duschen. Ja. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video, was vielleicht interessant sein könnte. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!